Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Ich habe wieder ein Handfill jetzt hier von Bunaben. Eile, Single Malt Scotch Whiskey, Handfill Exclusive, Warehouse Nummer 9, Fass Nummer 4, 00003. Wir sind bei 57,3% und wir wissen, dass es genau hier am 24. Oktober 2019 abgefüllt wurde. Was ich nicht weiß, wann wurde diese Flasche denn dort destilliert? Die Information steht nirgendwo. Whiskey Base Nummer 135450 und 200 Milliliter. So ein richtigen echte Korken hier. Und als ich mich für dieses Video vorbereitet habe, habe ich schon gemerkt, dass ich absolut die Zeit verloren habe, was Rejuvenated French Oak anging oder angeht. Ich war in den Vereinigten Staaten Tischler. Das heißt, mit Holz habe ich mich ausgekannt. Ob ich es immer noch tue, ist was ganz was anderes. Aber ich verstehe Holzverarbeitung. Ich habe viel mit White Oak in den Vereinigten Staaten, einiges mit Red Oak und verschiedene andere Sachen gemacht. Bei uns in unserem alten Laden war es so, dass die Bretter ungehobelt reinkamen und wir haben sie häufig dann geschnitten zu Maß und häufig dann entweder gehobelt oder zu einfach einem vorgefertigten Maß dann dort hergestellt. Geschliffen, gehobelt, auch ein bisschen dann dort einfach Ecken abgerundet und so weiter, wie das so ist. Und meistens die Heimbastler haben dann das weitergemacht und daraus irgendetwas hergestellt. Und bei einem Fass, ich muss gar sagen, ich habe noch nie ein Fass gemacht, aber bei diesen Fässern ist es schon so, dass ich Amerikaner denke immer wieder, okay, Bourbon, New American Charred Oak, also neue Eiche wird gefällt, werden Daumen daraus gemacht, wird dann ausgekohlt und da kommt Bourbon rein und dieser Fass kommt in den Container und geht nach Schottland rüber. Nun, bei French Oak, und das ist, was wir haben, rejuvenated, neu zu Leben erwecktes französische Eichenholz, ist es ein Tick anders. Denn das ist nicht amerikanische Eiche, ist europäische Eiche, ist französische Eiche. So, welche Art von französischer Eiche? Es gibt verschiedene Arten von französischer Eiche, nicht wahr? Habt ihr gewusst, dass es in Frankreich zwei verschiedene Arten von Eiche gibt? Es gibt der Quercus robur. Das ist das, was wir so gewöhnlich europäische Eichen nennen. Aber es gibt Quercus petraea, auch Steineiche. Also das ist Cecilia-Eiche, Oak, wie es so genannt wird. So, es gibt verschiedene Regionen dort in Frankreich, wo es wachsen kann. Der Limousin-Eiche ist eine sogenannte grobporige Weißeiche. Und sehr gut geeignet für Cognac, für Armagnac, für Sherry und auch für Whisky. Es gibt allerdings auch dann ein bisschen feinporige Eiche. Und das könnte denn jetzt hier benutzt werden für Wein. Und nun die Frage ist, welche französische Eiche wurde hier genutzt? Also ein französischer Eichenfass kostet 800 bis 800 Euro bis hin zu 3.500 Euro, hängt von der Qualität da ab. Nun, was jetzt hier tatsächlich benutzt wurde für unser Rejuvenated French Oak, kann ich nicht sagen. Wie groß dieses Fass war, kann ich nicht sagen. Wie alt diese Whisky hier ist, kann ich nicht sagen. Und da könntet ihr mal mich fragen, warum habe ich es gekauft? Weil ich so viele Handfills mitnehmen wollte von Bunaben wie möglich, die nicht getauft waren. Ehrliche Antwort. Gut, also wer diese Serie über Buna ein bisschen kennt, wird wissen, womit ich es vergleichen werde. Natürlich der Standard 12, also meine 2020 Flasche jetzt hier. Das war auch mein Kontroll, mein Kalibrierungswhisky jetzt hier. Auch was ich arg witzig finde immer noch, ist, dass ich war im Jahr 2022 denn da, bei Buna. Und es gab ein Handfill als 2019. Ja, also was passierte 2019? Ja, Covid-19.
Also 2020 könnten wir nicht hinfahren, 2021 könnten wir nicht hinfahren, jetzt kommen die Leute langsam hin und können, dürfen da hinfahren und nehmen sich so ein Handful hier mit. Also Louise und Proctor hat dann hier dieses Handful gemacht. Ich rieche einfach mal dran und schau mal, ob es sich lohnt, da auch nochmal nach diese Fläschchen hier zu suchen. Auch bei Whiskey Base finde ich nur die 200 Milliliter Teile, nicht die 700 Milliliter. Interessant. Oh Mann, da ist viel Eiche drin. Okay, was passiert bei Rejuvenated French Oak Fass? Ich habe vorhin erzählt, ich habe einige Videos angeschaut, ich habe einiges gelesen. Also da ging mein Tischlerherz auf. So, da wurde tatsächlich, es gab bei Speyside Cooperage, das war schon 2012, gab es Roboter. Die Roboter haben das Fass genommen, das dann in ein Gerät reingetan. Ein anderer Roboter auf der anderen Seite hat dieses Fass rausgenommen, hat gedreht. Und da fiel dann in dem Moment diese ganze Sägespänen, sage ich mal, runter. Und dann tat es dann dort auf ein neues Fließband, Förderband. Und dann wurde es nochmal ausgekohlt. Und was passierte war in diesem Gerät, in dem die Türen zugingen, war da drin so eine kleine Metall. Bohrer, sage ich da, der tatsächlich die ersten, ich sage einfach mal 5 bis 8 Millimeter vom Holz weggefräst hat. Und der Fass hat sich gedreht, dieser Arm ging rein und diese Fräse hat dann das alles weggefräst, dreht und dann, buff, alles weg. Und dann hast du frisches Holz. Aber wir wollen nicht ein frisches Holz haben. Wir wollen entweder ein getoastetes Fass. Das machen sehr viele Leute auch denn das, dass sie einfach mal die indirekte Hitze, denn die Zucker, die im Holz waren, die reaktivieren, rejuvenating, reaktivieren, wieder zum Leben, zum Leben erwecken. Oder da wird tatsächlich nochmal gecharred, also char oder toasted. Und das machten die Leute dort bei vielen der Cooperages, bei vielen dieser Kupfereien sehr gerne. Loch Lomond macht das, Speyside macht das. Nun, meine nächste Frage war und ist für mich, welche Cooperage, also welche Kupferei, beliefert nun Distill? Denn als ich Rejuvenated French Oak gegoogelt habe, worauf stieß ich als erstes? Ich stieß als erstes dann auf einen Diensten, der genauso auch denn behandelt wurde. Fand ich sehr, sehr interessant denn da. Es gab einen Diensten Rejuvenated. Also ein Handfill 2005, Rejuvenated French Oak Cask. Der war ein Exclusive Distillery Whisky und es wurde gefinished in französische Eichenfässern. Und gab es eine süße, fruchtige Moment. 90 Pfund, 70 CL gibt es denn da bei Diensten. Diensten, Buna und dann Tobermory gehören zusammen. Allerdings bei Tobermory habe ich nichts gefunden mit einem Rejuvenated French Oak. Okay. Wow, der riecht vollkommen anders. Was ein Fass alles bewirken kann. Eiche, leichtes Tabak, also Pfeifentabak, Moment. Bisschen Pfeffer. Das Interessante bei Bunne ist, sie haben alle ihre Lagerhäuser direkt auf Eile und die sind direkt dort auf dieses Eile Sund. Diese Soundeweile und die kriegen einiges an salzigem maritimen Moment jetzt hier. Mineralisch. Wäre echt interessant zu wissen, was vorher drin war in dieses French Oak Cask. Ich nehme an, dass es eine Vollreifung ist. Ich hoffe, ich denke, ich vermute, keine Ahnung. Und ein bisschen wie vergorene Trauben. Cheers.
Also die 57,3% sind hot. Da habe ich nur 46,3 gehabt. Das pfeffrige Moment. Also ist eindeutig europäische Eiche. Aber pfeffrig. Wahnsinnig pfeffrig. Zu pfeffrig. Also es gibt einen Pfeffer und es gibt einen Ingwer-Moment gleichzeitig. Gut, ein bisschen Wasser darf sein. Schauen wir mal, was wir damit machen werden. So, ich will einmal hier behalten. Einmal mit, einmal ohne Wasser. Und einmal nur 1, 2, 3. Gut. Bleibt eine White Pepper, also weißer Pfeffermoment mit leichten Ingwernoten, leichte Kräutermomente. Wow. Bleibt. Mit mehr Wasser wurde es tatsächlich hier sogar ein bisschen alkoholischer an der Nase. Hier habe ich leichte Zitrone-Sorbet. Auch Sherry, Sherry, Sherry. Verglichen damit nichts. Doch leicht ölig. Also die Potstills dort vom Bunne sind, ich sage einfach mal, riesig. So 50.000 Liter, wenn ich das nochmal im Gedächtnis habe hier. So, Bunne haben. So, die haben hier tatsächlich, steht dann da? Nein, da steht nichts drin. Die haben nur 12,5 Tonnen traditionellen Edelstahl. Mashtun und die haben da 6 Washbacks und 2 Washbacks were replaced, bla 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 bla. So, ja, die waren ein bisschen größer. Ja, Bunne hat 2 Washstills mit 30.000 und 2 Spiritstills mit jeweils 15.000. Wenn man überlegt, dass die Washstills von Glenfarclas, die riesig sind, nur 29.000 haben und die Spiritstills 25.000. Ja, das ist schon große, große Dinge, die die da haben. Gut, jetzt ein bisschen weiter verdünnt. Ich kriege tatsächlich hier, wo ich viel Wasser reingetan habe, ein bisschen Barrel Char, würde ich sagen. Also ich werde nicht dicke, dicke Freunde hier mit Bunne French Rejuvenated werden. Das ist etwas, mit dem ich hier nicht wirklich empfehlen kann. Gut, glaube ich, werde einfach mal mein Kalibrierungswhisky zur Seite tun, ganz bewusst. Und ich werde einfach mal ganz bewusst hier meine Bourbon rausholen, die ich hoffentlich schon im Glas hatte. So, das war der Bourbon Barrel. Ich finde dieses Vergleich heute einfach einen Tick besser, denn ich habe diese Pfeffer gar nicht gehabt. So, das war ein Bourbon Barrel. Das steht 2007 drauf. Das weiß ich, dass es da destilliert wurde. Das wurde 2012, also abgefüllt 12 Jahre. Was hier fehlt, ist Rejuvenated French Oak 2010, 2008, 2005, 2000. Keine Ahnung. Es wäre echt gut gewesen, hätte Bohne damals tatsächlich ein Jahr hier drauf geschrieben. Die schreiben, wenn es denn in der Flasche kam, aber nicht, wenn es destilliert wurde, bei dieser eine Flasche. Und das ist ein bisschen schade.
So, die Standarddinger will ich dir hier haben zum Vergleichen. Ja, warum nicht? Gut. Farblich. Bourbon. Hell. Rejuvenated French Oak. Dunkel. Also, das heißt, dass dieses neu zum Leben erweckten Fass neu ausgekackt. STR. Shave Toasted Recharred. Also, wir kennen das denn hier vom alle Jim McEwen? Nee, Jim McEwen war jemand anders. Oh, wow. Ganz anders. Bourbon, American Oak, French Oak. French Oak, Bourbon, yay. Ja, Dr. Jim Swan. Ist lange da, überlegt Roger das war. So, hier sind wir bei 55,7. Hier sind wir dann dort bei 57,3. Wenn es kontinuierlich nach unten geht, normalerweise würde es bedeuten, dass dieser Whisky mit 12 älter ist als dieser Whisky hier. Barrel Entry Proof. Wie stark füllt Bunde ihre Fässern ab? Ich bin ziemlich sicher, 63,5 Standard Industrie. Ja, ich habe gerade geschaut, in welche Alkoholstärke das ins Fass reinkommt. Wird gesagt, wahrscheinlich Industriestandard mit 63,5. Ich habe es auf dem Tour gehört. Ich habe es nicht aufgeschrieben, muss ich mal machen. Ich brauche tatsächlich meine Tabelle, um dann zu sehen, wo was wie gemacht wird. Oh Mann. Okay. Also der wahnsinnige Unterschied hier zwischen einem Bourbon und ein French Oak Rejuvenated ist gewaltig. Hier habe ich tatsächlich diese würzige, pfeffrige, ingwerlastige, zitronenlastige Eiche-Moment, den ich hier beim Bourbon gar nicht habe. Der Bourbon war so schön rein und klar. Und das wurde schon stark beeinflusst dadurch. Ich wusste gar nicht, aber es ist mir entfallen, wie würzig Holz sein kann. Wow, das ist fast zu intensiv. Zumindest für mich heute. Okay, 3 minus. Preislich, also für 40 Pfund, was ich glaube ich bezahlt habe, kann auch 45 sein. Ja, auf jeden Fall ein Experiment wert. Ich habe noch 20 CL. Ich werde ein bisschen teilen und schauen, was da ein paar Leute glücklich machen damit und auch noch ein Blind Tasting machen, wo ich meine ganze Bundesgebung gegeneinander vergleiche und schauen, ob ich das entdecken kann, was was macht. Also gerade das ist eine coole, coole Sache. So, welche französische Eichenabfüllungen kennst du? Muss nicht von Bune sein. Kann überall auf die ganze Welt sein. French Oak. Also französische Eiche. Welche Whiskys findet ihr gut und was könnt ihr empfehlen? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Danke, dass ihr liked, dass ihr abonniert, dass ihr anderen erzählt und dass ihr vielleicht auch reinschaltet, denn jeden Sonntagabend mit einem Livestream hier mit Whisky Jason. Bye, bye.